Überraschend flach, überraschend sportlich und trotzdem nicht für den Sport geeignet, meiner Meinung nach. Die Brunello 1 von Bruno Söhnle, eine außergewöhnliche Uhr, preiswerter Einstieg in die Glashütterwelt. Lasst euch überraschen, ich zeig sie euch. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Ich habe eine ganz lange Serie über Bruno Söhnle, den preiswerten Einstieg in die Glashütter Uhrenwelt, und aus dieser Serie zeige ich euch heute den preiswertesten Einstieg. Bruno Söhnle hat einen Preisbereich, der ungefähr bei 350 Euro beginnt. Das schaffen wir heute nicht ganz. Und der bis knapp unter 3.000 Euro geht. Wir sind hier definitiv am unteren Ende des Preisbereichs mit der Brunello 1 von Bruno Söhnle. Eine sehr sportlich auftretende Uhr. Ein Quarzwerk ist verbaut, aber die Uhr ist meiner Meinung nach nicht für den Sport geeignet, aber eine wirklich sehr modische Uhr, ich kriege die Aufkleber nicht ab mit Handschuhen, eine wirklich sehr modische Uhr, die mir vom gesamten Auftreten, vom Erscheinungsbild wirklich sehr gut gefallen hat. Zudem ist sie exorbitant flach, aber alles das werde ich euch gleich noch im Detail zeigen. Zunächst mal schauen wir uns die Uhr an. Mit der außergewöhnlichen Kronenposition auf 2 Uhr. Wie ihr wisst, ich mag solche Sachen, die etwas außergewöhnlich sind, die nicht so wirken wie bei allen anderen Uhren. Und das haben wir hier. Eine super flache Uhr in einem schwarzen Gehäuse mit einer Kronenposition auf 2 Uhr, die auch auf der Rückseite durch den sichtbaren Tubus etwas anders wirkt als normalerweise. Alles das sind Sachen, die mir richtig gut gefallen. Auch die Form der Hörner, die zum Band hin etwas breiter werden, um Platz für den Federsteg zu bieten. Das sind alles so Kleinigkeiten, die ich richtig gerne mag, denn Uhren, die so aussehen wie Uhren, die man schon zigfach gesehen hat, die reizen mich nicht so sehr wie Uhren, die außergewöhnlich sind. Mit 41,5 mm im Durchmesser ist es keine kleine Uhr, aber trotzdem sehr gut tragbar. Die Uhr hat eine Höhe von nur 6,5 mm, super flach also, und einen Bandanstoß von 20 mm. Das Saphirglas ist auf der Innenseite entspiegelt und die Uhr wird angetrieben von einem Ronda 6004. Der Boden ist gepresst und die Uhr ist nur bis 3 bar wasserdicht. Und das ist genau der Punkt, wo ich meine, sie ist nicht oder nur sehr bedingt zum Sport geeignet. Lag to Lag haben wir hier, das zeige ich euch nochmal, wenn ich es richtig gemessen habe, denn so einfach ist es gar nicht zu messen gewesen bei den schmalen Hörnern, 47 mm. Also mit einem Durchmesser von 41,5 und Horn zu Horn 47, wirklich eine Uhr, die an ganz viele Handgelenke sehr bequem passt und mit dieser geringen Höhe von nur 6,5 mm sich auch sehr komfortabel trägt. Die Uhr wiegt ohne Band nur 40 Gramm und sieht, wie ihr hier sehen könnt, an meinem 17,5 cm Handgelenk wirklich gut aus. Ich begrüße es sehr, dass wir hier eine Dornschließe haben. Ich bin bei Lederbändern nicht der ganz große Fan von Faltschließen. Insofern finde ich das wirklich klasse, dass wir hier eine Dornschließe haben. Der Preis liegt aktuell bei sehr angenehmen 430 Euro. Wie gesagt, wir sind nicht ganz am unteren Ende von Bruno Söhnle, aber für den Einstieg in Glashütte finde ich es doch extrem günstig, selbst für eine Quarzuhr. Die Krone ist sehr griffig und ich kann es gar nicht sagen, die Position, gar nicht oft genug sagen, die Position finde ich richtig klasse.
Auch die Position des Datums auf 9 Uhr ist außergewöhnlich. Und alles das, was so ein kleines bisschen aus der Norm fällt, gefällt mir. Schauen wir doch mal, wie die Zeiger gesetzt sind. Der Sekundenzeiger ist nicht ganz auf 0, aber ich finde das nicht so dramatisch, weil ich es nicht sekundengenau erkennen kann, den Stundenzeiger. Aber schauen wir doch mal an, wie die Zeiger jetzt stehen. Tatsächlich war der Stundenzeiger ein kleines bisschen minimal versetzt, aber lassen wir doch den Sekundenzeiger noch durchlaufen, ob sich das noch korrigiert. Denn bei den ganz, ganz schmalen Zeigern sieht man natürlich jeden Versatz sofort unmittelbar und sehr deutlich. Jetzt ziehen wir doch noch mal kurz die Krone und machen es doch noch mal genauer. Vielleicht hat man die halbe Minute doch gesehen und ja, tatsächlich, es ist die halbe Minute gewesen. Das ist mit Handschuhen gar nicht so leicht zu stellen. Ja, es ist tatsächlich die halbe Minute gewesen, die der Sekundenzeiger nicht genullt war. Jetzt könnt ihr sehen, dass die Zeiger wirklich hundertprozentig gut gesetzt sind. So kann man sich vertun. Ich dachte, die 20, 25, 30 Sekunden würden so nicht auffallen. Aber in der Tat, man sieht es. Und hier sieht man, wie genau die Zeiger gesetzt sind. Da muss ich also quasi mich selber korrigieren. Ich mache das gerne, denn wenn ich Unsinn erzähle, dann muss man das auch richtig stellen. Die Uhr ist schwarz beschichtet, die Beschichtung glänzt etwas, ist also sehr glatt, ist nicht matt, was dazu führt, dass man Fingerabdrücke relativ schnell sieht und die auch einen unterschiedlichen unterschiedliche Lichtreflexion hervorrufen. Deswegen bin ich hier auch permanent am Polieren und Wischen, weil die Uhr einfach sehr anfällig ist für Fingerabdrücke und kleinere Spuren. Ich glaube nicht, dass das am Arm wirklich auffällt, aber in der Kamera sieht man das natürlich. Sehr nett finde ich die kleine Sekunde in Rot, passend zu dem roten Akzent auf dem äußeren Ring des Reo. Dieser farbliche Akzent passt sehr gut zu der Uhr. Ich glaube, ohne diese farblichen Akzente wäre die Uhr um einiges langweiliger und uninteressanter. Mit den farblichen Akzenten ist sie ein echter Hingucker und für 430 Euro auch in einem Bereich, den ich sehr guten Freunden oder innerhalb der Familie durchaus mal verschenken würde. Und ich weiß auch schon, wer da ein potenzieller Kandidat für diese Uhr ist, weil ich sie schlicht und ergreifend sehr schön finde. Zudem aus Deutschland, Glashütte. Da kann man qualitativ, denke ich, auch nicht sehr viel falsch machen. Insbesondere auch für den Preis ist das, glaube ich, eine Uhr, die man bedenkenlos kaufen kann, wenn man denn auf diesem Typ Uhren steht und mit Quarz kein Problem hat. Ich habe weder das eine noch das andere, insofern habe ich da auch keine Berührungsängste. Mir persönlich wäre die Uhr nur etwas zu leicht, etwas zu flach an meinem Arm, aber ich weiß genau, wem ich damit eine große Freude machen kann. Schauen wir uns auch den Nightshot an. Ganz links liegt die Uhr, markiert mit dem roten Pfeil. Und ihr könnt sehen, dass die Leuchtkraft de facto nicht existiert. Ganz egal, was ich da mache, brauchen wir uns sonst auch keine Gedanken darüber zu machen, ob diese Uhr nachts gut oder weniger gut ablesbar ist. Ich glaube auch nicht, dass sie dafür gemacht ist. Ich glaube auch nicht, dass sie gemacht ist als Toolwatch für jede Gelegenheit. Dafür ist sie zu leicht und damit auch vielleicht zu fragil, aber das mag ich nicht beurteilen. In jedem Fall die Wasserdichtigkeit von nur 3 Bar ist definitiv nicht dafür ausgelegt, die Uhr härteren Einsätzen auszusetzen. Ja, das war die Brunello 1 für 430 Euro. Mir gefällt sie zum Verschenken, nicht für mich selber. Wie ihr das seht, schreibt bitte gerne in die Kommentare. Ansonsten bleibt gesund, erfreut euch an
euren Uhren. Freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.